Herzlich willkommen bei Wildsing. Wir haben heute mal wieder einen schönen Underground-Check für euch. Und zwar hat uns der Gore-Minister von den Kadaverfickern eine Band empfohlen. Genau, und zwar ist das eine hessische Band. Eine hessische. Und zwar die Band Deadwood. Wir haben dann da mal so lose reingehört und die Vita und alles so und so gelesen und was man halt so macht. Recherchiert. Und die haben ein Album schon rausgebracht, 2013, das heißt Picturing a Sense of Loss. Genau, das kann ich mir nicht merken, dann mache ich mich wieder nur zum Johann. Und das ist eine Band, genau, das ist eine Band, die hat wohl sehr, mit dem rauen Black Metal angefangen und haben so ihren eigenen Sound ein bisschen entwickelt, nennen sich dann heute Post-Black Metal, also Black Metal meets Post-Rock. So. Yeah. Und ja, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also wir hatten gleich zwei Assoziationen mit der Band und zwar einmal Enslaved meets Alcest. So ist es und das umschreibt deren Sound wirklich sehr gut. Die haben, wenn die diese Black Metal Parts machen, haben die diesen wirklichen, wie alte Enslaved klingen die. Und Enslaved sind ja auch leicht progressiv, die haben auch dieses Sprunghafte, deswegen passen die ganz gut rein. Aber du hast dann immer so, wirklich so, wie so Break-Ups und dann hast du andere, naja, Parts, wo die wie Alcest dieses sanfte, mega atmosphärische, immer leicht melancholische. Und die wirken dann manchmal wirklich wie so kleine separate Stücke. Richtig, so innerhalb in der Songs. Richtig, kleine Stücke in Songs und wie so wirklich so kleine Inseln, so kleine Breakups. Und das löst sich dann aber immer wieder in dieses Black Metal-lastige aus, das wie alte Enslaved klingt. Und man muss einfach sagen, die machen das ordentlich. Die haben dann einen schönen Stilmix gefunden. Also ich muss ja sagen, ich war echt überrascht, weil als ich gehört habe, der Gore-Minister empfiehlt uns eine Band, dachte ich erstmal, jetzt kommt mega Geknüppel, Gegrunze auf die Fresse. Und dann kommt da so ein wunderschönes, atmosphärisches Black-Metal-Album heraus. Was stilistisch natürlich auch uns genau zusagt, weil wir ja doch aus der Klitsche kommen, mein Gott. Ja. Und dafür, dass es ja ihr erstes Full-Length-Album ist, ist das auch wirklich professionell Alter produziert, Alter Verwalter, oder? Das muss man neidlos anerkennen. Also, die machen da wirklich einen Stilmix und das in Perfektion. In einer Produktion, die ja vor allem in so einem Bereich echt nicht leicht ist, die ist nahtlos, die ist gnadenlos gut. Ja, also es ist schade, das Album kam ja 2013 raus. Wir haben das damals jedenfalls nicht verfolgt. Nicht verfolgt und jetzt hätten wir doch gerne ein bisschen mehr. Genau, ich bin jetzt mal gespannt. Ich meine, 2013 kam das Album raus. Seitdem, wenn ich das richtig gesehen habe, kam nichts raus. Wir haben welches Jahr? 2017 oder so. In 4 Jahren kann man schon mal ein Album machen. Also wir sind auf jeden Fall gespannt. Das ist wirklich ein schöner Stilmix. Wirklich ein schöner Stilmix. Vor allem, wenn man die beiden Bands, die wir als Vergleich genannt haben, mag, sollte man auf jeden Fall mal reinhören. Dann noch eine deutsche, undergroundige Band, die es schaffen möchte. Sowas supporten man ja immer gerne. Ja, also die haben auf jeden Fall unsere sowie auch eure Unterstützung verdient. Wenn ihr wirklich auf die Bands steht, die wir genannt haben, hört rein. Ja, aber wirklich, die machen das wirklich in einem so professionellen Anstrich, dass es wehtut. Es ist wirklich so. Es ist so schweineprofessionell gemacht, aufgemacht, dass man einfach, da muss man den Hut vorziehen. Ja. Und so ein Sound, 10-Minuten-Songs irgendwie, ne, das ist so deren Ding dann. Aber das gibt es auch her. Ich meine, keine klassischen Songstrukturen brauchen wir. Die brauchen wir nicht. Das ist halt wirklich dann auch atmosphärische Musik. Viel Emotion. Ja, und einfach gut. Einfach saugut. Einfach saugut. So viel zu unserem Underground-Check. Ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Einfach saugut. Deadwood. Zieht sie euch rein. Wir verlinken die Band unten am besten als Facebook-Dings. Und dann alles Weitere lassen wir euch. Wunderbar. Okay. Tschüss.